Hallo ihr Lieben, wir zeigen euch heute, wie wir unsere beiden Dachfenster in unseren Bus bekommen haben. Zuerst haben wir uns aus Pappe eine Schablone ausgeschnitten von dem Fenster. Dann haben wir geschaut, dass es möglichst mittig auf dem Bus ist und haben auch noch geschaut, dass es halbwegs gut aufliegt. Das ist ja mit diesen Holmen da immer nicht ganz so einfach. Und mit Hilfe von Kreppband haben wir es uns dann aufgezeichnet. In jede vier Ecken, Tristan guckt ganz begeistert, haben wir dann Löcher gebohrt, damit wir mit der Stichsäge da richtig gut durchkommen. Es hat auch eigentlich ganz gut geklappt, es war nur unheimlich laut. Hier natürlich ganz schnell im Zeitraffer. Und nach einigen Versuchen war dann tatsächlich das erste Loch im Bus. Wir haben die Ränder noch gefeilt. Dann haben wir da natürlich auch nochmal so eine Rostschutz-Lackversiegelung drauf gemacht. Und als es dann getrocknet war, also am nächsten Tag, haben wir dann mit so einem Fensterisolierband versucht, eben diese Holme auszugleichen, damit wir das ganz gut abdichten können. Hier sieht man jetzt nicht, wir haben das dann nochmal abgemacht und haben nochmal eine Reihe daneben gemacht, links und rechts, weil es einfach zu schmal noch war und das Fenster so breit. Dann haben wir da richtig viel Dichtmasse dazwischen gemacht, also noch mehr als jetzt hier, aber den zweiten Versuch haben wir da dann nicht gefilmt. Und dann haben wir das richtig gut angedrückt. Von unten kam dann noch so ein Holzrahmen, den wir einfach aus Latten gebastelt haben. Und da waren dann solche Befestigungsteile dabei, die konnte man dann da einfach anschrauben. Und durch den Holzrahmen hat es dann das Fenster richtig gut rangezogen. Dann haben wir es noch von außen natürlich gut abgedichtet mit Dichtmasse und das sah dann so aus. Beim zweiten Fenster genau das gleiche Spiel, nur waren wir jetzt hier etwas sicherer und haben uns auch richtig getraut, da das Loch da einfach reinzusägen. Wieder geschliffen und hier sieht man auch, dass wir diesen Aufsatz von dem Dekalendern gar nicht mehr benutzt haben, einfach weil es so viel besser ging und man eh viel brauchte. Und das ging dann auch richtig fix. Innerhalb von ein, zwei Stunden hatten wir das zweite Fenster dann auch drin und das dann auch festgeschraubt, genau wie das erste. Ja, es hat auch einmal schon richtig ordentlich geregnet und bisher ist echt alles dicht. Das heißt, wir haben das tatsächlich ganz gut hinbekommen. Ja, vielen Dank fürs Anschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut!